Die Südtiroler Freiheit nutzt die letzten Sommerwochen, um sich auf den politischen Herbst einzustimmen. Ansprechen will man künftig auch Einwanderer. Wie? Unter anderem darüber wird an diesem Wochenende bei der Sommerklausur beraten, und zwar hinterm Brenner. Obernberg in Tirol liegt 11 Kilometer hinterm Brenner. Hier hält die Bewegung Südtiroler Freiheit ihre Klausurtagung ab, bewusst direkt an der Unrechtsgrenze, wie die Teilnehmer sagen. Man will sich auf den politischen Herbst vorbereiten. Es kommt ein politisch sehr heißer Herbst auf uns zu. Es findet in Katalonien ein Selbstbestimmungsreferendum statt. Es wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Das heißt, wenn in Österreich eine neue Regierung kommt, hat es bereits mehrere Zusagen von Politikern gegeben, dass dann auch die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft für Südtirol positiv behandelt werden wird. Vorher noch soll aber am 1. Oktober in Katalonien das Unabhängigkeitsreferendum stattfinden. Die Südtiroler Freiheit will in diesem Fahrwasser mitfahren. Wir haben von der katalanischen Regierung eine Einladung bekommen, als Wahlbeobachter an dieser Abstimmung in Katalonien teilzunehmen. Das werden wir auch machen, denn diese Abstimmung in Katalonien hat natürlich auch Auswirkungen auf Südtirol. Denn wenn Katalonien abstimmen darf und sich einseitig für unabhängig erklärt, dann steht auch einer Abstimmung Südtirol nichts mehr im Wege. Diese Stimmung wollen wir auch nach Südtirol bringen, damit eben das Thema Selbstbestimmung auch bei den nächsten Landtagswahlen eine ganz zentrale Rolle spielt. Denn auch die hat man bereits im Blick. In Oberndorf werden erste Kandidatenlisten erstellt. In Gruppen werden Wahlkampfthemen erörtert. Dazu gehört auch die Ausländerfrage. Man will die neuen Mitbürger für die eigene Sache gewinnen. Diese Gruppe wird ja eben immer größer und die gilt es eben zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass sie sich auch als Südtiroler fühlen, als Tiroler, dass sie auch das Gefühl haben, dass Südtirol im Grunde etwas anderes ist als Italien. Man wolle vermeiden, dass Einwanderer im Falle eines Südtiroler Selbstbestimmungsreferendums mit Nein stimmen. Überhaupt geht es bei der Sommerklausur vor allem um Motivation, auch innerhalb der Bewegung. Besonders vor die Landtagswahlen ist das ein Aufbau, wo man eigentlich nicht drumherum kommt, wo man sich näher kommt und einfach gemeinsam an einem Strang zieht und in den Landtagswahlkampf geht. Morgen Nachmittag geht's für die Klausurteilnehmer wieder über die Grenze nach Südtirol mit neuem Elan für den politischen Herbst im Gepäck.